Wir müssen reden. Und zwar über all das hier, was ihr auf meinem Kanal seht. Im letzten Jahr habt ihr vielleicht gemerkt, dass nicht so vieles so gelaufen ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Ich werde in dem Video ein paar Gründe nennen. Der Grund, warum ich dieses Video überhaupt mache, ist, ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast gehört. Habt ihr sicherlich schon mal gehört, ist sehr unbekannt. Der heißt Draw Sent by Main. Der ist von dem guten Niska und von dem guten DTV. Und da hat Dennis das hier gedroppt. Passt auf, trotz unserer stressigen Phasen, trotz der Strapazen, die wir in unserem Alltag, in unserem Privatleben, die Strapazen, die uns begegnen, trotz dessen delivern wir Content. Und trotz dessen delivern wir Content, der besser ist, auch wenn wir hier und da mal wieder was aufwärmen, wie einen guten alten Marketwatch, als gefühlt 70% der anderen YouTuber. Was ist hier los? Viel Content, den ich gerade sehe, den ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll. Vor allen Dingen die ganzen kleineren YouTuber, die eigentlich keinen Druck haben, um nach Klicks zu fischen, nach Geld zu lechzen. Da ist ja gar kein Druck da. Und trotzdem kommt nichts Cooles irgendwie um die Ecke. Ich share jetzt mal alle über einen Kamm, ist mir egal. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass alles irgendwie, ich sag jetzt einfach mal, alles, was weniger als 5000 Abonnenten hat, unfassbar langweiligen Content delivert. Mein erster Gedanke war, hoho, Arroganz. Der zweite Gedanke war aber der, der viel wichtiger war. Denn er hat recht. Denn die meisten YouTuber im deutschen Bereich machen wirklich viel denselben Kram. Das liegt mittlerweile aber daran, dass Dennis einer der größten Reichweiten hat, was den Content angeht, den er produziert, und viele ihm so ein bisschen hinterher schwimmen. Das gleiche gilt auch für Julian. Julian hat ja viele von Dennis seinen Formaten, die für ihn funktionieren, so übernommen und hat die quasi genauso gemacht. Und das machen natürlich viele, gerade die neu anfangen, machen das auch. Ich habe natürlich gerade am Anfang meiner YouTube-Karriere in Anführungszeichen immer wieder versucht, Dinge zu machen, die vielleicht anders sind. Jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, dass im letzten Jahr vor allen Dingen viele von meinen Videos vielleicht, sagen wir mal, simpler gestaltet waren. Nicht alle. Ich habe auch dieses Jahr ein paar Videos gemacht, die wirklich ein bisschen aufwendiger waren, die wirklich auch, wo ich persönlich sage, ihr habt, das sind coole Videos. Und ich habe vor allem in den letzten, sagen wir mal, 4-5 Monaten auch weniger Videos gemacht. Das ist vielleicht auch den einen oder anderen aufgefallen. Das hat sich vor allem dadurch ergeben, dass sich bei mir die Privatsituation ein bisschen verändert hat und so ein bisschen der Spaß am Spiel verändert hat. Dazu komme ich aber gleich. Kommen wir erstmal ganz kurz zu dem Content-Ding selber. Ich finde, andere zu kritisieren für den Content, den sie machen, finde ich persönlich, kann man machen. Und das ist bei mir definitiv der Fall. Aber das ist jetzt erstmal von mir aus gesehen in die grundsätzliche Yu-Gi-Oh! Community. Also, wenn ihr YouTuber seid oder ihr guckt YouTube, was Yu-Gi-Oh! Angeht im deutschen Raum. Aber dieses Verlangen nach so kreativem Content. Und dann, und das finde ich immer wieder faszinierend, dieses selber nicht diesen kreativen Content machen. Und dann sagen, ja, aber ich habe ja nicht die Zeit dafür. Ich habe aber so viel geplant. Ja, schön, aber dann machst du trotzdem eine Market Watch und der ist halt auch nicht kreativ. Vielleicht sind die Menschen auch gerade einfach nicht aktiv. Das ist aber so ein Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat, weil das halt so grundsätzlich, Dennis, versteh mich nicht falsch, ich mag dich unglaublich gerne. Wenn das aber von oben herabkommt und am Ende des Tages ist ein Großteil davon selber nicht so kreativer Content. Das einmal ganz kurz dazu grundsätzlich. Jeder sollte meiner Meinung nach den Content machen, den er machen möchte. Das Video wirkt jetzt ein bisschen unstrukturiert und ich habe mir das auch nicht geskriptet, weil ich einfach dachte, ich möchte kurz einmal darüber reden. So, was hat sich bei mir im letzten Jahr verändert? Ich war lange Zeit in einer Partnerschaft, privater Natur. Das hat sich bei mir Anfang des Jahres geändert. Wege haben sich getrennt, so ist halt manchmal. Das heißt, meine Lage drumherum, mein Umfeld hat sich ein bisschen verändert. Jetzt nicht die Optik, wie ihr seht, ich bin hier geblieben. Aber natürlich private Kontakte, Austausche, ich bin mehr unterwegs gewesen, einfach weil ich jetzt Zeit hatte und ich einfach gerne mal gucken wollte, was in der Welt so abgeht. Und in dem Zuge von dem habe ich so ein bisschen so Yu-Gi-Oh! Nicht aus den Augen verloren, aber ein bisschen weniger mit dem Spiel interagiert. Ihr wisst das vielleicht noch, ich war früher fast jeden Tag auf Discord, hab wieder gequatscht, ne, mit Leuten, hab viel Games gespielt. War dieses Jahr in vielen Teilen nicht mehr so. Also ich habe mit dem Game nicht mehr so interagiert. Wenn man mit dem Game nicht mehr so interagiert, verliert man so ein bisschen die Spielfreude daran. Und wenn man die Spielfreude an dem Spiel verliert, worum sich dieser Kanal hier dreht, ist das ein bisschen kritisch. Denn es soll ja um das Spiel Yu-Gi-Oh! Gehen, auf dem Kanal. Klar, man kann natürlich Sachen machen, die halt related sind, also annähernd an Yu-Gi-Oh! Angrenzen, aber die vielleicht nicht unbedingt jetzt genau den Metakram aufgreifen. Was ich ja auf meinem Kanal versuche, jetzt unabhängig davon, ob das ankommt oder nicht, das ist meine Intention, wenn ich Videos mache. Ich versuche, Videos zu machen, denen es Anfängern einfacher macht, in das Game einzusteigen. Und das
könnte man jetzt quasi sehen, okay, sehe ich jetzt bei dir auf dem Kanal nicht so. Aber wenn ihr mal so ein paar Sachen auf meinem Kanal anguckt, ich habe diese Budget-Decks, die ich halt ab und zu mal vorstelle, wo ich sage, okay, das sind Decks, die man kann mal günstig bauen. Ich habe diese Deckreihe, die ich jetzt zum Glück letzte Woche auch wieder ein bisschen wiederbelebt habe, diese 10-Euro-Decks, weil ich die von der Grundidee halt super cool finde, wenn du sagst, ich habe halt nicht viel Geld. Und da gibt es ein Deck, das kann ich halt für so 10 Euro bauen und ich kann damit halt spielen, das ist halt wirklich nicht viel Investment. Das finde ich halt cool. Oder selbst, und das ist so ein Ding, diese Tierlisten, die ich mache. Ich bin vielleicht nicht der beste Spieler in Europa, aber ich beschäftige mich sehr viel mit dem Top-End von Yu-Gi-Oh! Mit dem, was für Decks sind drin, was gespielt, wie würde ich das bewerten? Das ist ja meine Tierliste. Und das heißt, wenn jetzt ein Spieler neu ins Game einkommt und sieht auf meinem Channel direkt, okay, das ist eine Tierliste, das sind so die besten Decks, dann ist natürlich die Frage, okay, was für ein Deck kann ich spielen, um vielleicht entweder in diesem Meta mitzuspielen? Und ich habe halt ein Deck, das taucht darin gar nicht auf. Warum taucht das nicht auf? Und dann kann man in den Kommentaren ja fragen, ey, ich habe das Deck hier, wo würdest du das einranken? Das finde ich für einen neuen Checker schon ganz hilfreich. Also rein von der Grundprämisse her. Ich habe auch viel diese kompletten Inhaltsvideos gemacht zu den Sets. Hat sich jetzt in den letzten Monaten ein bisschen zerschlagen, weil ich einfach da ehrlich gesagt nicht so Bock drauf hatte, mir die neuen Karten anzugucken. Ich habe auch immer noch nicht mir die neuen Karten, also ein paar Karten kenne ich ja schon, von den neuen Sets angeguckt, die bald rauskommen werden, weil einfach ein paar Karten lässt sich nicht vermeiden, dass man die sieht, auch weil ich halt nicht so Interesse daran hatte, was jetzt quasi in 3 Monaten passiert, weil ich aktuell so ein bisschen mehr im Jetzt lebe. Was ich mit sagen möchte ist, dieser Kanal, der wird logischerweise bestehen bleiben. Ich werde einige Dinge ändern und dazu kommen wir gleich noch. Dadurch, dass Dennis dieses Ding in dem Podcast gesagt hat, ist mir einfach aufgefallen, dass er verdammt nochmal recht hat. Ne, dass es einfach Zeit wird, auch in Yu-Gi-Oh! Deutschland vielleicht mal ein bisschen was anderes zu machen. Einfach mal anderen Kram. Ich habe viele Video-Ideen minutiert. Ich habe jetzt so knapp 40 Videos, die ich theoretisch produzieren könnte. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch vielleicht ganz cool, wenn ich mal so ein bisschen mehr Zeit reinstecke. Anstatt einfach sagen, okay, das ist das, das ist das, das ist das. Es gibt Formate, da finde ich das von der Visualisierung an sich ganz cool, wenn ich sage, okay, ich habe hier eine Karte, ich quatsch drüber. Das finde ich vom System her ganz gut. Aber es gibt Formate, wo ich glaube, dass man, wenn man ein sehr komplexes Thema behandelt, wenn man das gut runterbricht in ein Video, was so ziemlich verständlich ist für alle, obwohl da viele Informationen drin sind, dann kann man auch Leute damit, sag mal, kriegen, die jetzt vielleicht nicht so krass in dieser Materie drin sind, aber trotzdem drauf gucken. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, so grundsätzlich, weil ich ja gerade auch Market Watches angesprochen hatte, ich habe selber niemals Market Watches gemacht, im Sinne, wie ihr es kennt. Auch wenn das jetzt vielleicht blöd rüberkommt und mich jetzt nicht davon abgrenzen möchte, weil Market Watches haben ihre Berechtigung. Aber ich habe jetzt nie geguckt, welche Karte geht gerade hoch, welche Karte geht runter. Ich habe mir mal angeguckt, das sind die meistgetradeten Karten. Warum ist das so? Das war quasi mein Plan. Das werde ich aber auch nicht mehr machen. Ich habe halt gemerkt, dass ich halt an die Videos keinen Bock hatte. Die Idee, warum ich die Videos überhaupt gemacht hatte, weil ich ja an sich nicht ganz so krass motiviert war im Yu-Gi-Oh!-Thema und ich einen Weg gesucht habe, einfach Videos zu machen. Und ich muss euch sagen, an alle, die das machen, Market Watches sind die einfachsten Videos, die du machen kannst. Du machst Kartenmarket auf, guckst auf den Preis und sagst, das ist ein Preis. Wie gesagt, hat definitiv einen Mehrwert und meine Videos waren ja nicht unbedingt jetzt ein Market Watch per se, aber es war ja trotzdem dieselbe Struktur, wie so ein Market Watch halt bei vielen aufgebaut ist. Habe ich für mich erkannt, das ist nicht so meine Art von Content. Und ich glaube, ich möchte einfach in naher Zeit wieder so ein bisschen mehr zurück zu dem, was ich halt vorher gemacht habe. Ein paar aufwendigere Videos machen, ein paar coole Ideen mit einem Listener, also einfach ein paar Sachen, die mir selber so ein bisschen fehlen. Auch Videos, die es einfach noch gar nicht gibt. Auch da nochmal von meiner Stelle Props an Dennis auch zum Beispiel und auch an Yamikris, dass es immer so einzelne Videos gibt, die wirklich cool sind. Ich habe zum Beispiel das letzte Tage das Video gesehen, wo Dennis halt die Karten designt hat. Das steht auf meiner Liste auch drauf, denn für alle, die es nicht wissen, ich habe ja früher selber Custom Cards gemacht. Also ich habe ja früher hier so Karten gestaltet. Und ich habe auch schon einen Designplan für eine Karte, also eine Yu-Gi-Oh! Karte, mit einem neuen Design. Das habe ich mir schon lange überlegt. Ich musste es halt nur zeitlich und grafisch umsetzen und musste halt ein sinnvolles Video finden, als nur vor dem Ding zu sitzen und das zu verändern. Das hat Dennis jetzt so gemacht. Das kann man auch so lösen, weil er hat es ja auch lustig rübergebracht. Kann man so machen. Ich hatte aber eine andere Idee von dem Video. Also ein paar mehr Schritte rein, ein paar zeigen, erklären, warum wir was hier machen, dann was einblenden. Also einfach ein bisschen aufwendiger. Das wird auch kommen. Das steht auf meiner Agenda drauf. Was ich damit sagen möchte, ich habe das Gefühl, dass nach Dennis seinem Kommentar einfach schon mehr Dinge anders geworden sind, als sie vorher in der Szene gewesen sind, jetzt hier in Deutschland. Jetzt hat Yamikris zum Beispiel ein Video gemacht, wo er Sachen von Temu bestellt hat. Das hatte ich witzigerweise auch irgendwie 3-4 Tage vorher mir überlegt, das zu bestellen. Hat es dann auch gelassen tatsächlich, weil ich habe die
Bewertung gesehen und den Preis, dachte mir so, das ist eigentlich nicht wert, weiß ich, 200 Euro auszugeben, damit du halt solid ein Video hast und kannst damit ein Video machen. Bei Jamie Chris habe ich gesehen, es war eigentlich ganz cool. Ich werde jetzt die Idee nicht nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das Video sagt eigentlich alles zu den Sachen aus von Temu, die ich halt auch so denke. Was heißt das jetzt konkret für meinen Abonnenten von meinem Kanal? Es heißt, jetzt wird sich hier ein bisschen was ändern. Ich werde öfter 10-Euro-Decks machen. Denn ich habe vorher die Idee gehabt, dass ich mit diesen 10-Euro-Decks auf Locals gehe. Aber da ich halt wirklich nur einen Tag die Woche Zeit habe, auf Locals wirklich aktiv gehen zu können und ich eh schon wenig Zeit habe zum Spielen, lohnt sich das nicht. Ich habe halt gedacht, okay, das haben... Dafür habe ich das letzte Video auch gemacht, um mal zu gucken, okay, funktioniert sowas, wenn ich einfach wirklich Duelle spiele mit dem Deck, damit man sieht, wie das Deck funktionieren soll. Und ich glaube, das hat an sich ganz gut funktioniert. Ist natürlich nicht so gut wie jetzt die anderen Videos von dem Konzept her, weil ich habe natürlich mit echten Leuten gespielt, ne, Matches gespielt, finde ich eigentlich auch besser. Aber zeittechnisch und vom Produktionsaufwand her ist das deutlich simpler, weil ich mir das einteilen kann, wann ich das wo mache. Und kann dann für euch öfter solche Arten von Videos machen, weil ich die wirklich für Anfänger super hilfreich finde. Und ich werde kein Card-Market-Content mehr machen, weil mir der auch einfach keinen Bock gemacht hat. Ich finde es mal interessant, mal zu gucken, was sind so die meistgekauften Karten. Aber ich glaube, für mich als Person, das anzugucken und das zu sagen, was da passiert, keine Ahnung, bin ich euch nicht der richtige Mensch für. Das kann dann Julian oder Dennis machen, das soll dann bei mir halt raus sein. Werde ich auf jeden Fall auch nicht mehr machen. Und ich werde viele Videos machen, die Dinge erklären. Ich weiß, das machen sehr, sehr viele YouTuber, gerade am Anfang. Aber ich versuche einen Weg zu finden, Sachen zu erklären, die nicht so simpel sind. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gemacht, das hieß Zerstört nicht eure Yu-Gi-Oh! Karten. Der Titel ist krass zerreißerisch, was auch sinnvoll ist, aber das Video ging um Double Sleeven. Und ich finde, die Connection zu machen von nicht Karten zerstören zu beschütze deine Karten, finde ich, ist ein schöner Weg, um die Leute dahin zu kriegen, dass man sich das Video anguckt und dann quasi was dabei lernen kann. Denn ich glaube, das Video selber war wirklich ein gutes Video. Ist auch eines meiner meistgesehenen Videos. Liegt natürlich auch ein bisschen am Titel und Thumbnail. Das ist aber der Sinn dahinter. Aber das Video war auch das, was es sein sollte. Es hat das delivered, was es tun sollte. So eine Art von Content, also in diese Richtung. Ne, ich gebe euch ein Thema, was spannend ist. Gebe euch die Information dazu, die hilft, dass ihr dieses Problem lösen könnt. Und ihr habt dann coolen Content, der hoffentlich auch nicht so langweilig ist. Das heißt, man hat quasi beim Zugucken auch Bock, das zu sehen. Finde ich, glaube ich, an sich ganz cool. Ihr könnt mir mal grundsätzlich in die Kommentare schreiben, ob euch dieser Switch aufgefallen ist oder halt nicht. Von dem, was im letzten Jahr so passiert ist, zu dem Jahr davor, wenn ihr da schon Abonnenten wart. Wenn nicht, schön euch hier zu haben, obwohl das Jahr für mich nicht ganz so geil gelaufen ist. Natürlich war die DM für mich dieses Jahr wieder relativ erfolgreich, aber da war ich wirklich auch so ein bisschen, hatte ich Urlaubszeit, hatte ich so keine Ruhephase, da hatte ich also ein bisschen was mehr drin. Der Stress ging danach noch ein bisschen mehr für mich los, weil hier viel in der Wohnung auch passiert ist. Die, die es wissen, werden es wissen. Das Video soll jetzt übrigens nicht kritisierend sein gegen andere YouTuber. Ne? Ich sage ganz ehrlich, macht euer Ding. Wenn ihr da Bock drauf habt, macht das. Da habe ich halt gar kein Problem mit. Was ich ganz witzig finde, das ist noch eine so ein kleiner Caveat. Ich weiß, Dennis hat meinen Namen nicht genannt, aber er hat sich darüber aufgeregt, dass es jemand eine Carrier Tierlist gemacht hat zu Yu-Gi-Oh! Charakteren. Ich persönlich habe mir gedacht, ey, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Sowas gibt es ja doch gar nicht. Zumindest habe ich das nicht so gesehen bei mir hier. Das Video ist übrigens auch komplett gefloppt. Das Video war auch wirklich nicht gut, weil ich die meisten Charaktere gar nicht kannte. Aber das ist ein Lernexperiment für mich gewesen. Aber das ist doch mal ein anderer Content als nur ein Meta-Content oder so. Das heißt, es wäre ja mal was anderes gewesen. Auch wenn das Video jetzt nicht funktioniert hat und die Idee vielleicht nicht die beste gewesen ist. Aber das ist ja trotzdem eine andere Art von Content. Also ich habe hier also nichts mehr zu erzählen eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, ich wollte ein paar Sachen loswerden. Auch wenn jetzt vielleicht ein paar Sachen negativ rübergekommen sind. Ich wollte jetzt hier weder Dennis irgendwie angreifen oder so. Weil er hat ja auf jeden Fall recht mit dem, was er gesagt hat. Nur wie er es gesagt hat, war vielleicht nicht die feine englische Art. Aber auch das macht komplett Sinn, weil er hatte einfach recht gehabt, ne, mit dem, was er gesagt hat. Hat für mich auch, ich habe es jetzt vielleicht die letzten 2 Wochen gemerkt, dass ich versucht habe, ein paar Dinge anders zu machen. Weil ich auch wieder so ein bisschen mehr Bock an Yugi gehabt habe. Also ich habe jetzt, die Balance hat natürlich jetzt geholfen, aber ich hatte jetzt auch vor knapp 2 Wochen einfach wieder ein bisschen mehr Bock auf Yu-Gi-Oh! Einfach spielen, mich mit den Karten auseinandersetzen und einfach Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Ich war jetzt auf Discord auch wieder ein bisschen aktiver, habe da ein bisschen gespielt, habe ein paar Remotes gemacht, also ich war auch wirklich ein bisschen aktiver. Schreibt mal in die Kommentare da, was ihr für nächstes Jahr geplant habt. Ich habe auf jeden Fall einiges vor, auch mit dem Kanal hier. Und ich hoffe, das Video klingt jetzt nicht so down, weil eigentlich bin ich relativ happy, gerade aktuell, wo ich denke so, Motivation gefunden, ich möchte jetzt was machen und das wird auch jetzt kommen. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Das wird, wenn alles gut geht, hoffentlich endlich das Video sein,
wo ich einmal meine ganzen Karten zeige, die 20.000 Karten, die ich hier rumliegen habe. Das ist eine Menge Arbeit vom Video her, aber das wird auf jeden Fall ein cooles Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.